So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal zu einem Modellbahn-Tutorial. Ihr seht, ich habe hier einen Modellbus von Ritze Modelle von der DSW 21. Es ist ein neuer Citaro, Euro 6, also der andere, der Standardbus ist Euro 6. Ich weiß nicht, ob das Auto noch Euro 6 gehört oder Euro 7. Ja, jetzt kann man mit den Bussen ja viel machen. Man kann die Busse ja umbauen und das habe ich ja hier gemacht. Also, das Ding habe ich jetzt hier rausgeholt. Da, wo eigentlich. Ne? Und ich habe mir gedacht, hier seht ihr schon eine Absperrung von Corona. So. Jetzt kommen zwei Sachen. Ich habe hier ein bisschen schon vorbereitet. Ihr seht hier die zwei kleinen. Hier die zwei kleinen, ja, die müsst ihr. Wenn ihr sowas bauen wollt, hier, die müsst ihr zusammenkleben als Absperrung. So, und wenn dann hier noch Ränder sind, dann schneidet ihr es einfach ab. Ihr seht das jetzt gerade nicht, weil das in der Kamera zu halten oder so, das ist, nee. So sieht's dann aus. Und die Absperrung, die setzt ihr dann hier drauf. Da habe ich was zu groß geschnitten. Da auch. So, jetzt aber. Ja, die Absperrung ist jetzt natürlich hier Kacke, weil das Ganze nicht ganz gerade ist. Müssen wir nochmal vielleicht gucken. Ja, ich muss da mal nochmal gucken. Wartet kurz. So. Was ist denn los? Jetzt funktioniert es natürlich nicht. Das ist, war mir total klar. Vielleicht muss ich das auch noch ankleben. Klebe ich mal kurz an. Wartet da. So, hoffen wir jetzt mal, dass es hier klappt. Und wie ihr seht, es hat geklappt. Ihr seht jetzt diesen Schutz, also diesen Corona-Schutz bei dem Busfahrer. Wollen wir mal sehen, ob das auch wirklich klappt. Da brauche ich mal einmal hier. Das müsst ihr. Hier packt ihr wieder so einfach rein. So, ihr seht da drinnen das Weiße, ne? Das Weiße muss man noch sehen, ne? So von. Ja, da sieht man das. Hier sieht man das Weiße. Da seht ihr jetzt aber die Absperrung. So, dann machen wir hier wieder die Reifen dran. Und zack. Und zack. Kann der Bus wieder auf Tour gehen. Wie ihr seht, ist das nicht schwer, aber ich muss kurz beim Gelenkbus, also beim Gelenkbus müsst ihr darauf achten, dass hinten noch dieser Kreis hier wieder reingeht, weil sonst ist der
Bus nicht komplett. So. Ja, der Bus ist fertig. Der Bus ist für Corona geeignet. Wenn ich jetzt Licht da reinmachen könnte, kann ich aber jetzt gerade nicht. Ja, wie gesagt. Jetzt sieht man das nicht so stark. Aber man, wenn man von hier guckt, dann da sieht man das Corona. Da sieht man das. Ja, ich hoffe, diese kleine Bastelstunde hat euch gefreut. Wenn ihr natürlich solche Modelle so eine Busmodelle habt, zu Hause könnt ihr es auch mal vielleicht versuchen. Das war meine Idee und bleibt meine Idee. Ach, die Kamera, die bleibt nicht wieder scharf. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und damit sage ich, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Kirmes Marlon.